Einen schönen guten Nachmittag an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat zum heutigen Live-Trading zur Bekanntgabe der Non-Farm Payrolls mit dem Dirk Hilger. Für alle, die nicht wissen, was die Non-Farm Payrolls sind, die Non-Farm Payrolls spiegeln also die Zahl der neuen oder verlorenen Arbeitsplätze im Vergleich zum Vormonat wieder. Und das Ganze natürlich für die USA. Da wir hier auch unter Umständen Live-Trading sehen, ist der Risikohinweis ganz wichtig. Bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Ne? Das dient also allein nur zu Schulungszwecken und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Dirk ist soweit am Start und ich übergebe. Er ist soweit am Start, ja. Ich übergebe. Ich hoffe, alle können uns gut hören. Das habe ich jetzt vergessen zu fragen, aber ich denke, es funktioniert. Das Bild und Ton gut. Danke, Martin. Ja, viel Spaß mit Dirk. So, ich sollte jetzt überall live sein und zu hören sein, wenn alles funktioniert hat und freue mich an der Stelle, das Webinar bzw. den Livestream mit euch hier gemeinsam machen zu dürfen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin vorbereitet bis in die Haarspitzen, motiviert bis in die Zehenspitzen und hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Würde mich freuen über ein kurzes Feedback, wenn technisch alles okay ist oder wenn es irgendwo hakt, natürlich auch. So, wenn man sich den Markt anguckt, dann sehen wir, ja, danke für das Feedback. Ja, super. Okay, also, wenn man sich den Markt anguckt, dann sieht man, okay, die Party ist schon so ein bisschen möglicherweise gelaufen, aber das freut mich dann an der Stelle. Dann aber auch tatsächlich mal, weil ich habe es ja hier unten eingeblendet, die ganze Geschichte ging eigentlich schon heute Morgen, also was jetzt die Trade-Systematik angeht, eigentlich schon heute Morgen los und passt aber nichtsdestotrotz eigentlich nur zu dem, was ich auch gestern schon im Blog geschrieben erzählt habe, beziehungsweise vorgestern eigentlich auch schon. Erstmal passt das alles wunderbar. Und das heißt, wie man hier sieht oder wie es halt hier steht, ich bin heute Morgen, habe den Short Trade gepostet im Dow, um den geht es ja hier in erster Linie. Wobei der DAX heute Morgen schon ein bisschen deutlicher gelaufen ist, eigentlich auch recht gut und das war eigentlich bisher gar nicht so schwierig. So, das heißt, die Frage, die sich jetzt hier nur noch stellt zu den NFPs ist, wie viel am Ende dabei rauskommt, ob das jetzt halt nochmal irgendwie deutlich mehr wird oder ob der Markt jetzt dann tatsächlich doch nochmal dreht. Also ich glaube nicht, dass ich in der Daily-Betrachtung Unrecht haben werde, aber ich gehe auch gleich nochmal darauf ein, warum, weshalb, wieso, woher überhaupt der Trade eben auch kommt. Ich versuche immer so ein bisschen mitzulesen, nicht böse sein, wenn ich nicht alles sehe, freue mich aber trotzdem über Input, ganz klar. Also bitte schreibt gerne was in die Kommentare und wer irgendwie mit dem Trade schon dabei ist, darf das auch sehr gerne natürlich hier auch mal kurz kundtun. Für die, die das nicht kennen oder hier vielleicht zum ersten Mal dabei sind und sich dann fragen, was soll das denn jetzt hier? Also das ist schon offener Trade. Ja, das war heute Morgen in der Facebook-Gruppe im Traders Club von Stereo Trader bei Facebook. Die Gruppe gibt es jetzt auch schon irgendwie seit, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren. Und ich nutze die halt immer ganz gerne nach wie vor unverändert, um halt eben genau solche Geschichten, wenn sich halt eben was ergibt, gerade mit den NFPs, weil da sage ich halt immer, der Markt wird eigentlich vorher schon vorbereitet. Ich dachte eigentlich, gestern wird es schon passieren, war auch schon so ein bisschen, aber heute war es dann halt ein bisschen später, aber heute Morgen, das war halt wirklich ein Elfmeter ohne Torwart, da oben bei der 35.331. Also das ist, wie gesagt, die Facebook-Gruppe Traders Club, Stereo Trader, ich glaube, die ist auch hier unten irgendwo in dem Lauftext, da steht es halt auch nochmal irgendwo drin, vermute ich, hoffe ich doch. So, dann kommen wir doch mal zum Markt und da gucken wir jetzt erstmal, wie die ganze Geschichte aussieht. Ich starte mit dem Daily im Dow und gehe da mal ganz kurz drauf ein. Hier sieht man auch schon eben genau wie gestern Abend, beziehungsweise es ist von gestern Abend hier diese Pfeile, die ich da eingezeichnet habe. 35.331 war für mich halt eben relevant und schon mehrere Tage und es ist eben tatsächlich oft so, dass wenn der Markt die halt vorher so ein bisschen überschritten hat, aber diesen Squeeze, den wir gestern hatten, den habe ich auch gestern in meinem Videoblog schon vorher beschrieben, dass der halt kommen könnte, sogar noch ein Stück weit höher. Ich hoffe jetzt nur, er kommt nicht heute noch. Ja, das wäre natürlich dann die Oberschweinerei.
Und aber oft ist es eben so, wenn so eine Marke halt an einem Vortag oder halt auch wenn es auf Stundenbasis ist in der Periode davor überschritten wurde leicht, dann hält sie im Anschluss meistens perfekt. Und hier war es wirklich, man wäre mit 5 Punkten Stop, wäre man da eigentlich klar gekommen. Und das ist natürlich komplett irre, was man dann halt eben da auch rausholen kann. Das sind übrigens die Levels, die gibt es in meinem Live-Chart-Add-on und das ist auch in meinem Blog immer verlinkt, beziehungsweise bei den YouTube-Videos auch immer verlinkt auf dirkhilger.de. Ja, ich muss mal ein bisschen Werbung machen. Ich mache das hier mal alles irgendwie so locker flockig, keiner weiß wieso und ab und zu muss ich auch mal sagen, holt euch den Stereo Trader, weil dafür mache ich das ja eigentlich hier und nebenbei eben auch noch den Blog. Und für den es auch ein Add-on gibt, der Blog und so weiter, ist alles kostenlos, aber Add-on halt nicht. So, also was haben wir hier? Was man hier sieht in diesem Bereich, das zeige ich gleich im H1 nochmal ein bisschen deutlicher. Und das ist halt eben der Weekly Trigger. Ja? Das heißt also, wenn wir hier drunter schließen, dann kriegen wir halt ein Signal im Wochenchart, das dann eben auch so ein bisschen tiefer reichen kann. Und deswegen tut es sich hier auch schwer, da jetzt hier eben drunter zu gehen, generell, aber fing die ganze Bewegung schon hier oben an, da habe ich schon gesagt, das Gap sollte er nicht ganz zumachen, nur knapp davor laufen und dann am besten runter und dann unter die 331. Da fing die ganze Reise eigentlich schon an. Was wir jetzt hier haben, ist halt eigentlich nur noch so der Nachschlag von der ganzen Geschichte und der ist natürlich dann auch schwieriger, das ist halt auch klar, ne? Weil wir hier halt jetzt einfach schon so wieder Gegenbewegungen kriegen und wir haben hier natürlich Käufer. Ich bin aber der Meinung, dass der Markt sich nach unten wegdrückt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er das während den NFPs jetzt tatsächlich macht oder ob das halt eben dann erst nachher mit dem Kassamarkt passieren wird. Das weiß man halt leider vorher nie. Deswegen bin ich natürlich jetzt erstmal soweit froh, dass ich da halt oben gut reingekommen bin und den Trade dann entsprechend dann ja halt hier einfach nur noch zu managen brauche und nicht irgendwie was Neues irgendwie aufmachen muss. Ne? Hier sieht man es oben Entry 10:12:35.331. Mit 10 Kontrakten, 2,5 sind schon raus, 7,5 sind noch drin. Wenn er jetzt irgendwie hochkommt, lasse ich mich hier erstmal ausskalieren, wird mich oben nochmal einskalieren und dann halt hier die Reißleine ziehen. Und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie viel werden wird, wenig werden wird, das wird sich jetzt halt zeigen, aber es wird halt auf jeden Fall was werden. Sollte der Markt aber dann halt eben sich komplett anders verhalten als erwartet, dann würde ich halt versuchen, halt bei den NFPs selber dann auch natürlich nochmal reinzukommen in die ganze Geschichte und dann wird es halt dann auch ein echtes Live-Trading. Das kann ich aber jetzt halt noch nicht sagen. So oder so werde ich das natürlich versuchen. Das heißt, ich gucke mir hier den Markt an und versuche einzuschätzen, was er machen könnte. Hier unten die Zone, ich habe es hier auch schon ein bisschen vorbereitet, wie man sieht. Ich habe jetzt hier mal kurz auf der linken Seite den M5 auf als Handelschart, normalerweise M2 oder M1. Aber hier jetzt für den Überblick erstmal den M5. Dass wir jetzt hier dran laufen, ist eigentlich relativ wahrscheinlich. Zählt immer einen Tacken höher. Und weil das einfach hier so das letzte Low ist. Ich hoffe, man kann das alles gut erkennen und es ist nicht irgendwie zu klein, zu dunkel oder was auch immer. Also das hier, das letzte Peak Low, das sollte jetzt von unten angetestet werden, sollte aber nicht einfach gekauft werden. Nichtsdestotrotz, ich würde hier anfangen, Risiko rauszunehmen und weil ich ja nicht unbedingt hier mit dem ganzen Ding halt nach unten rutschen muss, beziehungsweise hier nicht unbedingt den Trade, der jetzt eigentlich halt sehr, sehr gut vorne liegt, komplett versemmeln muss. Das ist natürlich Quatsch. Hier im H1, den schnappe ich mir jetzt mal als erstes, weil das wird das erste sein, was wir jetzt auch zu sehen kriegen zu den NFPs, nämlich das Komplettieren des H1, des Stundencharts. Und das heißt, hier kriegen wir jetzt irgendeine Form, eine Fortsetzung oder eine Umkehr. So, dass jetzt hier oben an der Öffnung von der letzten Stunde jetzt irgendwo erstmal dran steht, ist soweit okay. Wie gesagt, der darf kurz da durchpieken, aber bitte nicht zu weit, weil ansonsten muss ich die Reißleine ziehen. Was man halt hier ganz deutlich sieht, ist eben diese blaue Zone. Die habe ich gestern auch schon thematisiert. Die ist tricky. Ja, also ich habe halt gestern gesagt, wenn der Markt, ja, beziehungsweise gestern Nacht für den gestrigen Tag, wenn der Markt also unter dieser Zone halt schließt, ja, also unter 35.200 und sich dort hält. Und dann haben wir eben eine Chance auf eine deutlich größere Bewegung nach unten. Dann kann der Markt hier unten wegkippen. Dann sieht man halt, er hat drunter geschlossen, hat es auch deutlich verteidigt, ja, und dann zum Schluss nochmal drunter und nochmal versucht drunter zu bleiben. Das heißt, wir haben hier halt einfach ein ziemliches Hin und Her. Und das ist natürlich, weil es halt eben der Weekly ist, ja, haben wir natürlich hier auch deutliche Gegenwehr. Weil das würde bedeuten, hier drunter zu schließen, würde bedeuten,
dass wir möglicherweise eine deutlichere Korrektur eben auch kriegen. Und die kann halt im Daily, das zeige ich gleich nochmal, von hier aus fast 1000 Punkte runtergehen. Und da gibt es natürlich irgendwie einige, die halt hier dagegen halten, die da komplett anderer Meinung sind. Das ist völlig legitim und auch normal. Und von daher geht es da auch nicht einfach durch. Und deswegen halte ich auch nicht einfach an meiner Position fest, sondern lass mich da halt jetzt rausnehmen. Wie man ja auch sieht, ne, hat er jetzt hier gerade eine hier erstmal weggenommen. Und ich würde auch da oben noch einmal kurz dagegen halten. Wenn das aber nichts wird, dann auch da oben komplett rausgehen. Und das ist hier nicht einfach. Und das heißt, mit einem Stop hier drunter kann man versuchen, so oder so, war alles keine Empfehlung, das ist halt klar, kann man versuchen. Und aber ob das was wird, das schwierig, ja. Also ich glaube nach wie vor, dass wir im Daily heute hier unten rausgehen. Also wir haben hier den SMA 20, der liegt bei, wo sind wir da? Bei der 35.000 etwa, ja, 35.014. Das ist ein Katzensprung, ja. Vor allen Dingen bei News ist das halt irgendwie nichts. Das wäre halt so der erste, wo er halt mal irgendwie dran könnte, gerne auch ein bisschen tiefer und dann eben am Schluss des Tages nochmal hier zu schließen. Das heißt, maximal könnten wir sogar hier runter auf die 34.800, dort mal ein bisschen Gegenwehr und dann hier oben nochmal irgendwo schließen über der 35.000. Das ist drin heute, ja. Und aber dass wir hier mit dem Gebilde, das Gap, was nicht gekauft wurde, mit der deutlichen Gegenbewegung hier, die Abwehr von der 331 gestern, heute nochmal, dass wir da oben einfach rauslaufen, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Und deswegen bin ich halt auch die ganze Zeit auf Short hier getrimmt. Und zumal diese Zone, die habe ich schon keine Ahnung, wie oft thematisiert, nämlich eigentlich schon seit ich hier drüber ist. Also schon irgendwie seit 2 Wochen, wo ich sage, das Ding muss dahin zurück, das wird so nichts. Und dieser Pfeil hier ist wahrscheinlich auch genau schon so alt. Und deswegen sage ich, wir haben hier die Chance auf irgendwie rund 1000 Punkte nach unten, weil das wäre eigentlich die Stelle, wo ich mal hin möchte, einfach nur mal Luft zu holen auf die 34.447. Ja, das ist jetzt natürlich weit. Die werden wir heute natürlich auch nicht sehen, das ist halt auch klar. Ja, also die Chance ist, die ist halt genauso gering. Ja, aber dass wir zumindest mal die Reise antreten und dass der Markt eben halt auch weiterhin versuchen wird, unter dem Level hier bei der ja, unter diesem Weekly Trigger, den ich hier so genannt habe, unter 35.176 zu schließen, das wird er schon noch das ein oder andere Mal versuchen. Also da bin ich mir eigentlich dann schon recht sicher. Das heißt, ich werde dann eher auf der Oberseite weiterhin auch nochmal Short suchen. Überrascht wäre ich tatsächlich. Ich meine, ich darf ja auch nicht außer Acht lassen, dass ich komplett daneben liegen kann. Das ist ja gar keine Frage. Dass der Markt eben hier drüber geht, über die 35.331 und dann hier oben nochmal dran läuft, ja, auf die 35.400. Das habe ich ja gerade auch gesagt, ne, das war halt dieser Squeeze, den ich für gestern befürchtet habe. Er hat ihn bis jetzt aber ausgelassen und insgesamt sieht man aber, dass halt hier, dass wir abfallende Hochs haben, ja. Also hier korrektives Hoch, korrektives Hoch, korrektives Hoch und die sind halt abfallend und da fehlt halt irgendwie auf der Unterseite eigentlich ein neues Tief. Da schreibt gerade irgendwie einer, der Link ist falsch. Ach so, auch von der Facebook-Gruppe. Okay, das muss ich mir mal angucken. Sorry, wie gesagt, ich versuche hier so ein bisschen mitzulesen, kriege das aber natürlich alles nicht perfekt hin, weil ich hier echt schon so ein paar Sachen gleichzeitig mehr machen muss und das nicht so ganz einfach ist, hier die ganzen Knöpfe zu drücken, zu handeln, zu erklären, auf die Technik zu achten. Und aber erstmal scheint es ja zu funktionieren. So, das Buch wird dünn, wie man sieht. Ja, also das Orderbuch. Ich habe halt hier immer auch für diejenigen, die das zum ersten Mal sehen, ich handle zwar den CFD, habe aber das Volumen vom Future dahinter. Ja, und das heißt, ich habe hier ein Orderbuch. Man sieht es hier jetzt relativ schwach, erstmal ziemlich dünn, dass sich gerade in irgendein Wohlgefallen auflöst, ne, weil natürlich halt irgendwie heißt ja immer, ne, so News irgendwie alle glattstellen. Das ist natürlich nicht so. Also es gibt dann schon einige, die dann gleich irgendwie draufhauen. Und dann wird man halt sehen, wohin die Reise dann jetzt gehen wird. So, 10 Sekunden haben wir noch, dann ist es soweit. Gucken wir uns den Markt an und gucken wir mal, was wir damit machen können. So, da sind also die News. Er geht einmal hier rauf und holt mich hier oben nochmal einen Short ab. Erstmal, aber ich habe ja auch gesagt, ne,
Ich werde aber auch wieder die Reißleine ziehen, wenn er jetzt halt irgendwie nochmal weiter hochkommt. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass wir hier jetzt die Gegenbewegung kriegen, wofür ich mich ja hier nochmal Short gerade eingekauft habe. Und wenn nicht, dann geht man da halt oben eben mit einem kleineren Plus halt raus. Kann natürlich sein, ne, dass er noch ein bisschen höher kommt, aber soweit passt es erstmal. Hier oben ist der Point of Control. Den sollte man vielleicht irgendwie schon noch irgendwie bedenken, beziehungsweise mit einplanen. Aber so langsam darf er dann jetzt natürlich auch mal runterkommen. So, hier haben wir eine größere Order, wie man sieht, die irgendwie zu drücken scheint. Ich hoffe, das ist nicht zu klein hier, aber ich brauche hier einfach ein bisschen Überblick. Und es nutzt mir nichts, im Minutenchart hier rum zu operieren, wenn ich dann halt irgendwie nichts sehe. Ich werde aber natürlich gleich, wenn die erste Panik hier vorbei ist, mal in den Minutenchart wechseln, weil man dort natürlich besser sieht, dann halt irgendwie, wie der erste Impuls jetzt weiter verfolgt wird. Ne, hier oben ist soweit okay. Das ist auch hier der VWAP, den wir hier haben aus dem VPOC-Add-on vom Orcas. Das heißt, vom Orcas, vom Orkan, Kujas, vom Orcas. Orkan hat jetzt einen neuen Namen, heißt jetzt ab sofort Orcas. So, ist auch irgendwie kürzer. Das heißt, der volumengewichtete Durchschnitt, den wir hier haben, das ist okay, dass wir da erstmal hinlaufen. Ja, aber es sollte jetzt nicht unbedingt darüber gehen. Das fände ich dann halt so ein bisschen nicht so schön für den Short. Ja, um es mal halt auf den Punkt zu bringen. So, ich hätte jetzt natürlich schon gerne, dass wir halt hier, dass das nur jetzt ein Fehlausbruch war und dass wir jetzt halt hier auf die Unterseite komplett runterdrücken und dann eben auch unten rausfallen. Ob das jetzt gelingen wird, wird man sehen. Da fragt einer Long gehen. Why? Verstehe ich gerade noch nicht. Also wir laufen hier ins Cluster rein. Auch im H1 machen wir gerade nicht mehr als erstmal versuchen, über die letzte hier rauszukommen. Ich sehe da noch kein Long. Also beim besten Willen noch nicht. Also ich sage ja, ne, auch ich kann falsch liegen. Ja, klar, für den ersten Impuls wäre hier Long richtig gewesen. Das heißt aber nicht, dass es jetzt schafft, da oben durchzukommen. Ja, und ich bin short und ich fange jetzt hier nicht an zu drehen, wenn erstmal noch alles hier soweit im Lot ist. Ja, den Point of Control da oben, das wäre so das Maximum. Ja, und was ich mir noch irgendwie angucken würde und dann fange ich halt mal an zu überlegen, ob das jetzt hier noch irgendwie gut ist oder nicht. Ne? Und wir haben gerade irgendwie 2 Minuten um und die erste 15-Minuten-Kerze würde ich schon gerne mal irgendwie, erste 5-Minuten-Kerze würde ich schon gern mal sehen, wie die jetzt halt hier endet. So. Gut, wie seid ihr denn positioniert? Schreibt doch mal was in die Kommentare, damit ich mal weiß, wie ihr so drauf seid. Also im DAO, ne? Wir reden nicht hier. Hier kam auch irgendwie gerade Long im Nasdaq. Ja, ich habe hier keinen Nasdaq auf. Das macht gar keinen Sinn, mir den jetzt irgendwie hier anzugucken. Ich habe hier nur den DAO und auf der anderen Seite noch irgendwie einen kleinen DAX noch irgendwie offen, auf den ich ja bisher noch gar nicht eingegangen bin. Short, short, short. Sehr gut. Okay. So, jetzt ist natürlich wichtig, ne, dass der erste Impuls komplett eliminiert wird. Das heißt, dass wir jetzt wirklich halt auch möglichst da unten rausziehen, komplett mit der 5-Minuten-Kerze, die ja noch irgendwie 1 Minute läuft. Und wenn das so ist, dann hätten wir hier dann auch den Klassiker nach dem Motto, die erste Richtung ist die falsche. Ich bin ja da nie so ein Freund von. Also das Bild muss dann einfach dazu passen. Sagen wir es mal, wie es ist. Und hier tut es das erstmal, also hier passt es erstmal. Und den Rest wird man dann jetzt halt sehen müssen. Ne? So, das heißt ja immer noch nicht, dass das Ganze irgendwie aufgeht. Wie gesagt, nach den 5 Minuten werde ich auch umschalten auf einen anderen Timeframe. Der Stop bleibt erstmal da, wo er ist, da oben. Und mal gucken, ob wir jetzt hier, ne, er drückt ja jetzt gerade hier auch runter. Ich denke, man erkennt das, sollte ja alles irgendwie groß genug sein. Ne, drückt hier im M5 jetzt hier nochmal in Richtung Unterseite. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da unten dann durchkommen. Wenn das so ist, wenn wir jetzt hier unten irgendwie ansetzen, dann ziehe ich den Stop auch nahe ran. Momentan hängt er eigentlich allerdings noch sehr in der Mitte. Ja, ist jetzt irgendwie die 5 Minuten um. Die ist zwar halt irgendwie rot, die 5-Minuten-Kerze. Aber da fehlt schon noch so ein bisschen Bums nach unten. Ne? Das ist noch nicht so klasse, wie es irgendwie sein könnte.
Aber erst mal sehen. Im Endeffekt geht es ja, und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, um die Stundenkerze. Das heißt, wie die ganze Geschichte dann halt eben um 15 Uhr erstmal schließt. Und das ist dann halt eben auch der Trigger für den weiteren Verlauf nachher mit dem Kassamarkt. Das heißt, ich möchte immer noch hier runter. Ob der Markt das möchte, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Das weiß ich nicht. Man sieht aber, hängt immer wieder hier an diesem, an dieser Zone. Das ist echt so ein bisschen anstrengend. Klar, hier gibt es Gegenwehr, ja. Die ist zweifelsohne da. Das ist ja nicht zu übersehen. Aber auf der Oberseite ist er halt bis jetzt irgendwie stärker. Ja, weil wir haben ja einen ziemlich langen Docht da oben raus. Und man könnte jetzt auch hier einfach sagen, gut, ja, ich habe hier einen Short Trade gepostet bei, was war das? 1200, Moment, hier mal drüber halten, bei 245, ja, hier mit 55 Punkten, beziehungsweise mehr jetzt mittlerweile schon, ja, da gehe ich raus und habe hier einen schönen Trade für das Webinar und auch, ist auch fein, ja, könnte man auch machen, gar keine Frage. Ich würde jetzt mal Folgendes machen, ich würde den jetzt halt hier mit einer Gegenorder rausnehmen, wenn er halt noch mal irgendwie hochlaufen sollte, so dass zumindest die skalierte Position, dass ich die jetzt hier nicht verschenke. Ja, das heißt, die liegt ja auf jeden Fall vorne und ich muss das hier nicht ausreizen, sondern klemme mich da jetzt einfach mal dran. Wir gehen unten raus, wie man sieht. Ja, hänge mich jetzt auch mal da unten hin. Das heißt, das wird auf jeden Fall ein Profit, die Nummer. Ja, also Short Entry war bei noch mal 4,5, das heißt, wir liegen jetzt hier 100 Punkte vorne mit dieser einzelnen Position. So, und das wäre jetzt dann auch die Stelle, wo ich auf den M1 rübergehe. Da haben wir eine ziemlich lange Bewegung hier, wie man sieht. Eigentlich gehört der Stop da drüber, aber ich will das nicht. Ich habe ja noch die anderen Positionen, die habe ich ja noch drin. Und von daher muss ich den jetzt nicht da komplett aushalten. Ja? So, das heißt, ich gehe jetzt hier mit rund 70 Punkten plus jetzt erstmal raus. So, und dafür habe ich mir noch einen extra lustigen Knopf hier gemacht. So, also, Geld verdient. Ich fand den lustig. Er läuft da unten durch mit der Karre, mit dem Bild. Ich hoffe, man sieht es. Ich fand das witzig. So, ich wollte auch mal was Witziges machen. Okay. So, hier ein bisschen Entertainment. Ist ja halt auch irgendwie, ne, gar nicht so falsch, dass man halt irgendwie sagt, ja, ihr freut euch. Siehst du, aber ich hab's doch gewusst, ja, das gefällt euch. Mit den passenden Knopf dafür habe ich nicht mehr programmiert, sondern eben nur, ich muss das hier gerade manuell einschalten. Ja, so, ne, man kann die, also die Webinare, Trading-Webinare ist ja generell immer so ein bisschen öde, ne? Und ich versuche dann halt auch irgendwie die ganze Geschichte hier so ein bisschen lebendig zu gestalten. Und damit man halt eben nicht einschläft, wenn der Markt sich dann auch mal nicht bewegt. So, also Moment, der war zu knapp, das ist natürlich Quatsch. Ich muss jetzt hier meinen Trade natürlich bei allem Entertainment nicht aus dem Auge verlieren. Hier oben ist der Peak. Ja, den müssen wir jetzt eigentlich nicht nochmal haben. Deswegen ziehe ich jetzt auch den Stop mal darüber. Insgesamt liegt die Nummer jetzt hier 1200 € irgendwas vorne. Und das passt auch. Das sind auch mal schöne Zahlen, ne, für ein Webinar. Irgendwie vierstellig. Aber der Markt muss es machen, ne? Also man sieht hier immer noch ganz deutlich, dass er sich da unten irgendwie nicht so wahnsinnig dafür begeistern kann, da unten durchzudrücken. Ja, noch ist der Drops nicht gelutscht, ganz klar. Ich gehe jetzt mal hier auf den M2. Das ist mein üblicher Handelschart. Da sehe ich so ein bisschen mehr. Und das ist so der, ja, man könnte sagen, der langsamere M1. Nur nicht ganz so hektisch. Ein bisschen mehr Aussagekraft. Und so 10 Minuten nach den News macht der dann auch schon wieder Sinn. Direkt bei den News ist eigentlich immer so Minutenchart am besten. Ich habe jetzt nur den M5 gehabt, um da ein bisschen mehr Überblick zu haben. Aber die Bewegung generell ist recht überschaubar, wie ich finde, obwohl ich meine 100 Punkte rauf und runter, das ist schon okay. 150, nee, 130, ne? Aber da haben wir schon andere Sachen gesehen. Also ich weiß auch mal irgendwie, wir hatten hier mal ein NFP-Webinar, da hat
hatte ich auch irgendwie einen Shortstop, der ist irgendwie mit, weiß ich gar nicht, 30 Punkten geslippt worden und ist aber dann trotzdem noch irgendwie mit 200 Punkten plus dann irgendwie 5 Sekunden später raus. Und das waren auch 10 Kontrakte und das war natürlich dann sehr nice, ja. Aber halt im Vergleich dazu ist es dann halt wiederum relativ schwach. Ne? Also hier die Zone ist, wird so ein bisschen nervig langsam auch. Man sieht es, er kommt da einfach nicht ohne weiteres durch. Ne? Und ich hoffe jetzt nicht, dass wir nochmal komplett darauf laufen, aber okay, so what. Ne? Also auf jeden Fall ist ja hier Profit gemacht worden. Also, aber trotzdem möchte ich aber auch sagen, natürlich freue ich mich, wenn das aufgeht. Ich muss hier gerade lachen wegen eines Kommentars. Wenn das aufgeht im Webinar, weil das natürlich einfach so, das ist natürlich netter. Ne? Man guckt ein Webinar und da wird was gesagt und da wird Plus gemacht, hurra, alle freuen sich. Ja. Aber das ist natürlich nicht immer so und klar sind es die schönsten Webinare. Aber eben, das ist ja nicht das nur, worum es geht. Es geht ja auch darum irgendwie, dass man im Webinar zeigt, okay, wie trifft man Entscheidungen? Wie trifft man die richtigen? Worauf muss man aufpassen? Wie geht man damit um, wenn man einen Fehler gemacht hat? Und da, ich habe jetzt auch schon, ich weiß es nicht, 500 oder 1000 Livestreams gemacht, Live-Trading-Webinare. Und davon ist halt auch genug dabei. Das ist ja gar keine Frage, ne? Natürlich verdiene ich auch am liebsten Geld und habe am liebsten Recht, aber der Markt sieht das einfach nicht immer so, ja. So, der ist halt manchmal der Meinung, der Hilger, der kann mich mal heute, ne? So, den kicke ich mal halt hier einfach raus und der verdient heute mal nichts, ja. Logisch. So, sieht auch hier gerade, da unten rauszugehen mit dem zweiten Entry war auch erstmal richtig und weil er drückt gerade schon wieder hier rauf und was das hier werden soll, gute Frage, nächste Frage. Also das ist einfach echt brutal schwierig, hier unten durchzukommen. So, und das heißt jetzt halt, wenn er das jetzt nicht schafft, also wenn er sich jetzt nicht doch nochmal irgendwie runterdrückt, Point of Control hatte ich hier oben noch vorhin auf dem Schirm. Sollen wir den noch aushalten oder ich mache folgendes, ich mache das anders. Ich nehme einen Teil raus. Wenn er hier nochmal rauf geht, an über das Hoch, nehme ich nochmal einen Teil raus und löse die Position dann halt hier langsam auf. Und dann kann ich mir angucken, was aus dem Point of Control dann halt eben werden soll. Wir sind doch jetzt dann irgendwie, der Profit hat sich natürlich jetzt hier geschmälert, ist ja klar. Wir sind jetzt irgendwie noch bei 940 Euro um den Dreh rum. Und wenn es dann halt irgendwie 700, 800 sind, ist es halt auch okay. Ne? So, weil ich kann ja nicht irgendwie mich hier hinstellen, das sage ich ja immer wieder, und auf unseriöse Weise dann halt irgendwie agieren und sagen, ja, ja der Markt, der macht das schon, ne, so, weil ich habe das hier voll im Griff. Das Einzige, was ich im Griff habe oder haben muss, besser gesagt, ist mein eigenes Trading. Und im Zweifelsfall hat der Markt mich im Griff, aber ich auf gar keinen Fall den Markt. Und deswegen muss man da halt immer so ein bisschen bescheiden bleiben. Und eben nicht irgendwie mit aller Gewalt irgendwie so, ich habe recht, das geht auf jeden Fall in die Hose. Das haben wir bestimmt alle schon erlebt, ich natürlich genauso, ist ja logisch und auch nicht zu selten und das hängt natürlich auch immer so von der persönlichen Tagesverfassung ab, auch von der Konzentration natürlich und die ist vor allen Dingen gerade, das könnt ihr euch vielleicht ja vorstellen, bei Live-Trading, wo man halt irgendwie ganz viel erklären muss und dann irgendwie noch technisch alles im Griff haben muss, ist das mit der Konzentration sowieso wirklich on the edge, ja. Das ist nicht so mal eben. Und deswegen halt auch ist das gar nicht immer einfach, dann halt hier im Live-Trading da halt irgendwie alles gleichzeitig richtig zu machen. So, aber sieht fast so aus, erstmal, ja, als würde er da jetzt irgendwie hochgeschossen kommen, aber dann ist okay, ja. Dann ist trotzdem, da muss ich halt sagen, ja gut, so, ne, Tendenz stimmt, aber der Bums ist noch nicht da, den ich brauche, um das Ding nach unten durchzuschicken. Und dann würde ich halt eher gleich gucken, wo irgendwie setzt man da halt möglicherweise nochmal an, ja. Das hier kann jetzt auch irgendwie genauso gar nichts werden, ja. Also irgendwie einmal hier rauf und dann doch wieder runter. Man weiß es nicht. Also weiß keiner. Und jemand, der irgendwie das Gegenteil behauptet, so nach dem Motto, er macht immer alles richtig, da sage ich halt, ey, sorry, ne? Und deswegen ja auch immer Augen auf, wenn man sich irgendwie jemand sucht fürs Coaching.
Ne? Also, wenn man es nicht live irgendwie zeigen kann, ich nehme die mal hier raus, wenn man es nicht live zeigen kann, dann vielleicht einfach mal die halten. Gut, also, wie man hier sieht, neues Team, also das ist natürlich ein bisschen Chaos. Ne? Erstmal neues, also das heißt neues Hoch, nicht wirklich. Ne? Hier oben, das ist ja noch nicht raus. Das wäre halt das, worum es dann halt geht. Ich habe jetzt hier, wie man ja vielleicht gesehen hat, ganz schnell nochmal 2,5 Kontrakte rausgenommen, weil ich halt hier jetzt nicht irgendwie da gegen Null fahren will. Wir sind jetzt irgendwie bei 850 Euro immer noch. Und das ist soweit okay. Ich hätte schon gern ein bisschen mehr gehabt, ne? Keine Frage. Es ist schade, dass er nicht da unten rausgegangen ist. Aber ich mache ja halt auf der anderen Seite einen Trade, den ich irgendwie um 10 Uhr aufmache. Ja, auch den ich dann jetzt auch schon fast 3 Stunden halte. Da gehe ich jetzt nicht in dem ersten kleinen Impuls, im kleineren Timeframe, dann halt sofort irgendwie all out. Ja, und weil ich gucke mir das schon noch ein bisschen länger an, außer wir schießen jetzt hier drüber, dann muss ich mich nochmal neu sortieren. Aber dann ist halt trotzdem okay. Ja, also dann war trotzdem alles richtig gemacht. Und zumal ja auch das eigentliche Live-Trading eben hier mit dem Entry bis darunter, das hat ja auch gut funktioniert und wurde richtig aufgelöst und mit irgendwie 70, 80 Punkten im Plus. Also von daher, ne, gibt es da, glaube ich, nichts zu meckern. Also hier der Kommentar, genau. Wie sieht der Button bei Verlust aus? Fragt der Hooker. Ich weiß jetzt nicht, was Hooker heißt, ja. Aber da muss ich jetzt halt tatsächlich sagen, ich habe den Button nicht gemacht. Ich habe den nicht vorbereitet. Weil ich ja wusste, dass es ja heute gut ausgehen wird. Von daher habe ich ja hier leider dann auch einen gewissen Vorteil, mit dem ich da heute reingekommen bin. Ich habe es ja, ich meine, habe das Ding ja vorher gesehen. Hier, wir liegen hier irgendwie 150 Punkte im Plus. Was soll da noch verrutschen? Also da muss ich mir schon wahnsinnig blöd anstellen in dem Webinar, um dann halt irgendwie noch mit Verlust da rauszugehen. Ja. Also klar, jetzt natürlich vorhin. Der Rücklauf, ne? Ich habe ihn ja nach dem eigentlichen Trade, also nach den 70 Punkten, da reingezimmert. Aber auch den fand ich jetzt nicht so verwunderlich, ja. Also sagen wir es mal so, wenn es dann halt ein Verlust geworden wäre, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, ich hätte vielleicht das Ding rumgedreht, ja. Vielleicht läuft er dann aus dem Bild raus mit meinem Geld dann weg. Da muss ich mir dann nochmal was überlegen. Aha, guck mal, da ist ja der Andreas auch dabei. Er schaltet sich und ein paar Leute aus dem Twitch-Kanal mit dazu. Da sage ich natürlich an der Stelle auch mal Hallo in die Runde vom Andreas Bernstein bei Fit for Finanzen, der so nett ist und sich hier auch mit dazu schaltet. Wir machen hier NFP Live Trading. Und aber die Party ist schon so ein bisschen gelaufen und der Trade hat nämlich eigentlich heute Morgen schon um 10 Uhr angefangen und trotzdem gab es hier jetzt aber nochmal kurz einen dazu, nochmal mit 70 Punkten plus in der Gegenbewegung. Von daher hier alles wunderschön. Ich gehe dann übrigens mal auf den DAX, dann jetzt auch mal an der Stelle, weil der Dow hat irgendwie hier Lust, ein bisschen rumzunerven. Gucken wir uns mal den DAX an, da habe ich nämlich auch noch einen und den ich aber auch gerade schon in Teilen aufgelöst habe. Um den Trade geht es jetzt hier weniger, sondern vielmehr um die Bewegung im DAX als solches. Was also treibt der DAX da und wie geht man mit dem weiter um? Also hier sieht man auch, es ist auch liegt vorne, den habe ich heute Morgen auch da oben eingetütet. Und weil das halt irgendwie auch total klasse irgendwie nach den Levels hier aus meinem Live-Chart gelaufen ist. Und das war, nur mal ganz kurz darauf einzugehen, was war mein Trigger? Beziehungsweise, was war mein Grund, weshalb ich mir sicher war, das wird nichts mit Long. Heute Morgen vor allen Dingen die Kerze hier. Das war die 9 Uhr Öffnungskerze. So ein Ding wird in der Regel nicht nach oben aufgelöst. Und hat halt hier eben nur das letzte Level nochmal geholt und dann halt eben hier runtergedrückt. Und spätestens ab hier war es dann halt für meine Begriffe klar. Ja, also das 9 Uhr nicht oben raus geschafft und dann halt 10 Uhr nochmal hier tiefer geschlossen. Und dann lag es halt irgendwie auf der Hand, dass wir hier nochmal weiter runtergehen. Wohin genau? Das sieht man für meine Begriffe eben im Daily auch ganz gut in Analogie zu dem, was ich halt im Blog geschrieben, nicht geschrieben habe, sondern was ich da gestern erzählt habe und vorgestern auch schon. Ich habe halt gestern gesagt, wir laufen maximal rauf bis zum SMA 20 und kommen dann halt runter. Ich habe auch gestern gesagt, diese grüne Zone wird den Markt nicht nach oben befördern, wird aber bremsen. Das hat er gestern dann auch gemacht und dann habe ich heute nochmal gesagt, ne, auch weil er sich eben genauso verhalten hat, wie ich es vorher gesagt habe, ist immer so ein blödes Wort, aber weil er sich eben genauso
verhalten hat, wie ich das habe kommen sehen und wie es halt eben auch für meine Begriffe Sinn macht. Ja. Und drückt sich hier jetzt nochmal durch und ich erwarte ein neues Tief. Und hier, ich habe halt gesagt, so maximal hier bis da unten rein in diese blaue Zone, da waren wir jetzt irgendwie schon fast. Bis dahin geht der Pfeil, den müsste ich mir eigentlich mal ein bisschen länger machen. Also hier an diese, in dieses letzte Cluster hier unten, da darf er gerne mal hin, hat jetzt hier mal so ein bisschen gebremst. Aber auch hier gehe ich davon aus, dass wir das hier schon irgendwo in Richtung Unterseite ausloten werden. Also die letzten Tiefs hier im Daily. Das heißt, der hat für meine Begriffe einfach Luft bis runter. Und wo sind wir hier? Ich weiß gar nicht, warum das nicht angezeigt wird. 15.700. Also für heute habe ich halt gesagt, irgendwie unter die 770. Da sind wir aber auch, glaube ich, gerade schon gewesen, oder? Noch nicht ganz. Da fehlt, glaube ich, noch ein Stück. Ja, 776, 777 war das Low. Das ist fast genau das, was ich halt im Blog gesagt habe. Von daher passt das erstmal. Und alles Weitere ist jetzt Luxus. Also wenn der jetzt irgendwie Lust hat, noch tiefer zu fallen, soll er das machen. Und wenn nicht, dann gibt es halt heute einfach noch ein bisschen Geschiebe. Deswegen bin ich auch hier auch nur noch knapp drin, weil für mich ist das Ding eigentlich soweit fast durch. Ja, also alles Weitere kann jetzt noch kommen, muss es aber halt einfach nicht. So, da gehe ich nochmal rüber auf den Dow. Mal gucken, was der hier jetzt gemacht hat in der Zwischenzeit. Nur nicht viel, ne? Einmal hier Point of Control, habe ich ja gerade gesagt, das kann man aushalten, da kann der ruhig mal hinlaufen. Der Point of Control, um das halt auch nochmal zu wiederholen, der ist echt, der kommt aus dem Future, ist hier nur auf den CFD gemappt. Also Point of Control, für vielleicht ist ja auch der ein oder Anfänger dabei, ist nichts anderes als der Punkt, wo heute das meiste Volumen gehandelt wurde. Ja, so, da, klar, kann er dahin, wenn es da unten dünn wird, wenn da keiner mehr ist. Und es kommt Volumen in den Markt und dann läuft es halt logischerweise zum Point of Control. Das ist einfach nur normales Marktverhalten. So, das heißt, der hat aber jetzt nicht wirklich Aussagekraft. Da kam irgendwie im letzten Livestream auch die Frage, kann man beim Point of Control irgendwie ausfindig machen, ob der rauf oder runter geht? Ich gibt von meiner Seite ein klares Nein. Und das heißt ja einfach nur hier, irgendwie versammelt sich gerade irgendwie die Händlerschaft. Und die werden sich jetzt halt die Köpfe einkloppen und dann halt so gucken, wer jetzt halt hier recht hat, beziehungsweise wer halt einfach die dicksten Arme hat und der wird jetzt hier das Rennen machen. So, wahrscheinlich ist nur, dass wir ab hier, da wo wir jetzt gerade stehen, also 35.280, dass die Bewegung ab hier jetzt ein bisschen größer werden kann. Das ist schon wahrscheinlich, ja. In welche Richtung? Keine Ahnung. Kann ich nicht anders sagen. Also, ne? So. Ich war, ja, okay, ich lese mal die Kommentare durch. Also, wenn jemand schreibt, ich war long hier und da, sorry, ne, im anderen Markt gehe ich nicht drauf ein. Schätze nach, wie der Short geht. Ja, also ich meine, die Frage ist, welche Zeiteinheit verwendet man, ne? Also im H1 ist ja noch nichts passiert. Also um den halt nochmal kurz aufzumachen hier. Im H1, was haben wir da? Nichts. Ja, also irgendwie seitwärts Geschiebe. Eigentlich halt, habe ich gestern auch schon gesagt, eigentlich haben wir hier mit diesen abfallenden Hochs einen Short Trend. Aber dadurch, dass dieser Peak da gestern rausgenommen wurde, bei nämlich, oh, so eine schöne Farbe hier, 260 etwa, wo er jetzt irgendwie gerade nochmal hinzulaufen scheint, wegen dieses Peaks an der Stelle, ja, ist das Ganze halt zu seitwärts mutiert, was vorher eigentlich halt sauber short war. Das heißt, wir haben seitwärts und wenn man da Etage höher geht, nämlich auf den Daily, dann sieht man, wir haben short. Das heißt, wir haben seitwärts Tendenz im H1 und mit einem Hang zu short betrachtet aus dem Daily. Das heißt, alles hier oben wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Und wenn dieser Squeeze jetzt noch kommen sollte, ich hoffe es nicht, ja, ich hoffe, er verschont mich damit. Und dann würde ich da oben aber auch nochmal reinhauen, also nochmal bei 33.400. Aber dazu müsste das hier erstmal rausnehmen, das heißt über die 331 laufen und ich sehe es noch nicht. Ja, also ich sehe momentan einfach nur, wir haben die abfallenden Hochs an der Stelle hier unverändert. Und sobald das Thema hier mal wieder erledigt ist, nämlich bei dem Peak da von gestern
Und dann kann der auch noch mal da unten raus. Das sieht aber jetzt auch leider nicht so aus, als würde es jetzt mal eben funktionieren, sondern es sieht eher so aus, als wäre das noch irgendwie eine schwierigere Geburt, die der Markt da vor sich hat. So. Und hier sieht man jetzt auch gerade Point of Control, völlig okay, kann er machen, hat keine Aussagekraft. Wir haben auch hier kein neues Hoch. Und von daher auch, dass das jetzt gekauft wurde, heißt nichts, ja. Also, das ist einfach nur so die typische Übertreibung. Ich muss da mal irgendwo hin, wo was los ist. Vorhin war der Point of Control hier oben, der ist jetzt gerade so ein bisschen gerutscht. Klar, ne, wenn das Volumen nach unten drückt und dann rutscht eben auch logischerweise der Point of Control ein Stück weit nach unten. Ja. Vollkommen klar. Hier oben war er, glaube ich, vorhin, ne? Da irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr genau. So, von daher alles gut, ne? Also nichts kaputt und alles weitere muss man dann halt sehen. Hier schreibt auch irgendwie, der Alfred Dow Jones im H1 im Longtrend. Ist er nicht? Sorry, muss ich jetzt mal ganz klar so sagen, ist er nicht. Und ich werde auch zeigen, warum nicht. Also, wenn wir hier von Markttechnik reden, dann sehen wir hier in Rot, ja, das ist hier von dem alten Flux-Add-on in Rot, wir haben hier einen Short-Trend, einen intakten. So, bis dahin. Dann hier wurde das letzte Hoch rausgenommen, aber er hat eben nicht dieser Punkt. Und allein diese Anzeige hier auf Grau zeigt mir ganz deutlich, wir sind hier seitwärts und nichts sonst. Und wenn es ganz genau nimmt, dann sind wir hier sogar jetzt mittlerweile wieder im Short-Trend, ja, weil nämlich halt eben die letzten Lows, das letzte Low hier aus dem Seitwärts-Aufwärtstrend rausgenommen wurde. Also sind wir eigentlich genau betrachtet sogar Short und auf gar keinen Fall im Long-Trend. Sorry, muss ich aber jetzt hier mal ganz genau auseinandernehmen. Weil klar, ne, ich meine, man kann jetzt halt hier irgendwie anfangen, Kanäle zu malen und weiß ich nicht was, aber machen wir nicht. Ja? Also rein einfach markttechnisch betrachtet, nach Hochs und Tiefs ist das Ding nicht im Aufwärtstrend. Von daher hier erstmal alles soweit intakt. Aber was ich jetzt hier einfach auch nicht hinkriegen werde, ist jetzt halt, dass ich jetzt halt hier für die Kassaeröffnung, das mache ich ja schon mal gerne zu den NFPs, dann nochmal eine klare Einschätzung gebe, was das werden soll. Weil was man halt einfach sieht, um das jetzt hier auch dann langsam abzuschließen, ist, der Markt hat seine Probleme hier mit diesem Weekly-Trigger-Bereich. Ja? Also das ist er halt bei mir. Vielleicht hat da jemand irgendwie was Ähnliches, aber ich kann es auch mal kurz im Weekly selbst zeigen, dann versteht man das halt auch viel besser wahrscheinlich. Nämlich, das ist genau das hier. Das ist die Vorwoche, das Vorwochentief. Das ist ein Außenstab im Weekly und da hat er einfach keine Lust, den zu verkaufen. Bis jetzt, ja. Und das heißt aber auf der anderen Seite, dass es wäre halt typisch, wenn er den jetzt bis heute Abend verkauft, worauf ich immer noch baue. Ja, also der muss halt irgendwie nicht die riesen Shortreise hier antreten, aber es reicht, wenn der hier drunter schließt, weil dann geht nämlich nächste Woche Tür und Tor auf, um eben halt auch den Weekly davor, nämlich dann eben auch zu beackern, bis in die Nähe vom Anfang. Und dann sind wir nämlich tatsächlich auch hier im Weekly recht genau bei der 34.447. Und die passt halt hier auch extrem genau dazu. Das heißt, aber dazu muss es diesen Trigger halt ziehen. Und das wird nicht so einfach funktionieren. Das sieht man ja auch, ne? Und im DAX haben wir es ja ganz ähnlich, halt mit dieser Zone, die ich da gezeigt habe, um das auch nochmal irgendwie kurz abzuschließen, ne, dass er da halt eben, komm hier hoch. So, jetzt ist er weg. Das war jetzt nicht der Plan. Gut, nehmen wir den anderen. Ist ja alles noch da. Aber ich mache jetzt hier keinen neuen Chart auf, weil da war nämlich auch das Live-Chart drauf und dazu muss ich hier ein bisschen zu viel in der Gegend rum klicken. Müsste aber auch so gehen. Mal gucken, ob das kommt. Muss ich aktualisieren. Okay. Also im Daily, aber trotzdem nicht schlimm. Man sieht es ja hier in diesem Bereich, ne, da drückt er sich ja halt auch durch zwischen der um den Bereich von der 900. Und was halt hier vor allen Dingen auffällt, und das ist genauso ein Trigger, wenn er sich hier wie diese in diese Abwärtsbewegung der DAX sich da wieder reinstellt, also per Schlusskurs, und dann ist es halt auch extrem wahrscheinlich, dass wir die ganze Abwärtsbewegung nochmal machen. Und wie gesagt, es ist nicht gesagt, dass wir da unten rausfallen, aber eben, ich bin da halt, das habe ich ja ganz am Anfang vom Webinar ja auch schon gesagt, so bis da unten hin, das kann der ruhig ausloten, ja. Und hier ein Schlusskurs, allein in dieser Bewegung macht es sehr wahrscheinlich, dass wir die Unterseite ausloten werden.
So, und deswegen hat er auch alles Recht der Welt, sich dagegen zu wehren, eben nach unten zu fallen. Von daher kann das auch schön zäh genauso weiterlaufen. Gut, aber bevor ich jetzt hier in zu viel Theorie verfalle, würde ich ja fast sagen, wir machen das jetzt hier soweit mal dicht. Man sieht jetzt hier noch ganz kurz vielleicht den H1. Ja, hat irgendwie nochmal, das ist eigentlich schon ein bisschen auffällig hier. Ich habe ja gerade diese rote Linie hingezeichnet. Das war eben dieses High, ja. Er hat versucht, irgendwie darüber zu schließen, ist auch irgendwie mit zwei Punkten drüber geschlossen. Ob das jetzt wirklich eine Aussagekraft hat, wage ich zu bezweifeln. Also dieser Bereich hier war gestern halt schon recht interessant. Da ist halt Volumen und da wird sich jetzt zur Kasseröffnung zeigen, was das Ganze werden soll. Wenn es nach mir geht, egal wie long das Ding hier aussieht, kann er das komplett nochmal bis unten rausnehmen. Aber es ist aber auch genauso legitim, wenn halt hier oben nochmal versucht wird, über das Tageshoch rauszukommen und dann später nochmal unten anzusetzen. Also insgesamt seitwärts, aber handelbar, profitabel im Webinar, was mich natürlich jetzt hier freut, vor allen Dingen für alle, die mitgegangen sind. So, viel mehr kann ich da gar nicht mehr sagen, außer ich habe hier die Heizung angemacht. Das ist echt übel. So, weil ich, deswegen sitze ich auch hier im Pulli, im Hemd, geht schon gar nicht mehr, weil es da vorhin irgendwie echt zu kühl war. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, bei euch ist es wärmer und irgendjemand bringt die Sonne wieder mit. Bedanke mich. Oh, ich brauche einen neuen. Guckt euch das mal an. Das sieht immer so aus wie Erdbeben hier. Ne? Mal, wenn ich auf den Tisch haue, ich muss da mal irgendwie ein anderes Kamerastativ aufstellen. So, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns im Live-Trading jetzt offiziell erst in 2 Wochen wieder. Aber auf jeden Fall am Montagmorgen bzw. Sonntagnacht. Wenn ich hier nochmal mit letzter Kraft vom Wochenende mich hinsetze und versuche, gut gelaunt die Märkte zu beschreiben. Ich klinge verschnupft, ne? Ich sag ja, ich muss die Heizung hier anmachen. Ja, also das heißt Sonntagnacht, Montagmorgen höchstwahrscheinlich dann wieder. Und ansonsten generell ja insgesamt immer wieder hier bei YouTube, beim Andreas. Bei Fit for Finanzen, in der Facebook-Gruppe Traders Club Stereo Trader, bei FX Flat und natürlich alles, was bei allem, was mit dem Stereo Trader zu tun hat. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Dabeisein und übergebe aber gerne Wolfgang die Chance, das letzte Wort zu haben. Aber im YouTube-Channel sage ich hier an der Stelle schon mal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, Dirk, danke schön. Freue mich, dass du erfolgreich traden konntest heute. Dass die Zahlen für dich liefen oder die Kurse besser oder für die, auch für viele andere Teilnehmer. Ja, allen ein schönes Wochenende und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao.